Hallo zusammen und willkommen nach ja, etwas längerer Pause wieder zurück zu Dark Souls 3. Ja, ich habe mir jetzt kurz vorab musste ich nochmal in meine letzte Folge überhaupt reinschauen. Ich weiß, dass wir zuletzt so einen größeren Bosskampf hier geschafft hatten und von da aus geht es dann wohl auch weiter. Ja, dann würde ich sagen, laden wir hier nochmal. Ja. Wenn wir mal schauen, jetzt mal wieder ein bisschen hier Dark Souls 3 weitermachen. Und was ich noch gesehen hatte, wir hatten jetzt noch einen Gegenstand, so einen Schlüssel hier. Erklärung. Nee. Nicht diese Erklärung. Das hier. Zu der Zelle mit Dieben und ähnlichen. Oder war es der Grabschlüssel? Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Welker. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Den wird man aber nicht verkaufen können, oder? Ja. Man sieht, wie viel der Gold wert war. Na gut, ist aber erstmal egal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns da wirklich nochmal umschauen wollen. Hier würde es dann dort weitergehen. Untotensiedlung. Genau, das ist diese hohe Mauer. Untotensiedlung. Ja, wo es da genau mal dann so eine Geschichte gab. Interessant wäre es eben schon. Traumschlüssel kann es nicht gewesen sein. Das wird das am Anfang hier genau. Der Kanalisation unterhalb der Untotensiedlung. Reifebrücke. Senkengrube. Ja, das ist jetzt also, wo ich jetzt wirklich. Ich geh mal dahin, wo ich wirklich nicht so richtig weiß, wo es jetzt sein könnte. Also, weil ich habe jetzt leider diese Map auch nicht mehr so wirklich im Kopf. Diese ganzen untoten Siedlungsgeschichte. Das ist jetzt einfach zu lang her. Wo geht's man hier aus eigentlich raus? Oder ist man hier irgendwie. Ach, da ist man tatsächlich reingefallen. Hier wird es gar nicht rausgehen, ne? Oder macht das Sinn, dass eine Kanalisation dann hier unten ist? Das ist wahrscheinlich zu weit unten. Ich denke, aus dem Ding können wir nichts machen. Okay, also hier schon mal nicht. Abbruchreife Brücke. Genau, hier drüben ging es dann zu diesen. Das hier war, denke ich, ein Shortcut. Kanalisation. Ich meine, das sieht ja irgendwie kanalisationsmäßig hier aus, oder? So ein bisschen. Ich weiß, dass man irgendwie hier gleich vorrennen konnte und dann diese ganzen Ratten und so mehr oder weniger los hatte.
Wir werden mal sehen, vielleicht ist ja hier irgendwo was. Grabschlüssel benutzt. Ah, haben wir es doch, denke ich, gleich gefunden. Das müsste es gewesen sein. Wie das hier aussieht, könnten hier Skelette entstehen, oder? Lendentuch. An der Statue von Velka beten. Moment, du sagtest irgendetwas über Velka, oder? Die Göttin der Sünde. Es hieß, hier würden Missetaten vergeben werden und Flüche aufgehoben. Das ist schon mal hilfreich, und weil ich war jetzt so, okay, hier beten oder irgendwas von der Sünde, nicht, dass wir irgendwie so negativ Bündnis Pakt Buff irgendwas da eingehen, aber nun gut. Helle Bade, uns wahrscheinlich nicht so interessieren, wir bleiben bei unseren Axtgeschichten hier, aber also, dass man Flüche und so weiter aufheben kann, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir noch nicht wirklich viel Schaden genommen, alles gut. Glaube, wir kamen von da hinten. Bisschen angewachsen, ne, mit halber Baum hier. Ah, okay. Okay. In diesen engen Gebieten ist es immer so ein bisschen so eine Sache hier, ne, aber das war, denke ich, so, ne, mit Gegenschlagen hier in dem Spiel. Ich dachte schon, wir werden hier sofort wieder vergiftet oder sowas, aber nein. Da kommt doch bestimmt irgendwas Böses, wenn einfach so viele Gegenstände da liegen. Aber naja, gut. Ah, du bist so ein... Genau. Aber das ist, denke ich, Blutung, ne, von seiner Säge hier. Ja. Alles gut. Dann mal weiter hier lang. Na gut. Eine Ratte. Okay. Die einzige Ratte. Nein. Das hätte ja auch nicht viel Sinn gemacht. Mal ganz gut aus. Was gibt's denn hier Schönes? Heiliger Talisman. Das ist, denke ich, erstmal nicht so. Diese Zaubereien und ähnliche Dinge. Ich weiß nicht mehr, wie die heiligen Zauber hießen. Mhm.
Vielleicht hat man hier ja auch einen Weg, wo man dann irgendwohin wieder zurückkommt, wo hier zum Beispiel vielleicht ließ sich nur von anderer gegenüberliegender Seite öffnen und sagen, oh, nochmal ein NPC. Who is there? Someone there? Anyone? Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Ah, gut, aber. Yes, there you are. So close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, Okay. thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Kommt die jetzt bestimmt mit in unsere Hub-Area, oder? Würde ich mal fast vermuten. Genau, jetzt sind wir hier, bei dem hier draußen gelandet. Genau. Jetzt weiß ich spontan aus dem Kopf nicht mehr ganz genau, wo jetzt hier das nächste Leuchtfeuer ist. Habe nach wie vor keinen Eid. Das wäre echt gut. Moment, irgendwo da drüben geht's doch, denke ich, wieder zu diesen Ratten dort hin. Ich denke, das müsste da vorne gewesen sein. Und dann hier drüben rein. Wir kriegen euch schon noch. Okay, und da sind wir reingegangen. Oh, gut. Haben wir das doch glücklicherweise gleich gefunden. Und dann passt das doch schon mal. So. Sehr schön, dann gehen wir nochmal zurück zum Schrein. Und schauen wir mal, ob die jetzt noch irgendwas zu sagen hat. Falls wir die jetzt auf die Schnelle finden. Ich weiß nicht, vielleicht. Es gab wirklich nicht direkt Feuerhüter Seelen, ne, sondern irgendwie. Das bist ja du. Ist halt die Frage, wo die ist.
hier in so einer ganz dunklen Ecke vielleicht nicht. Der Typ hier. Hier weiß es. So ein Ding. Anderer Typ. Hier ist sie, unser Schmied. Genau, da ist der. Da waren wir jetzt auch schon lang gegangen. Sagst du irgendwas? Welcome home, Ashen. Speak thine. Very well, then top. Ich denke nicht, dass wir genügend. Nee. Schon fast 11.000, ist ja auch in Ordnung. Farewell, Ashen One. Ja, na gut. Dann. Vielleicht taucht die irgendwann mal wo auf, wo man sie dann gleich sieht. Na gut. Reisen. Und dann geht's mal hier hin. Und dann geht es möglicherweise direkt von da aus weiter. Also war irgendwo eine Tür, die dann dort nochmal aufging. Genau, ja, hier war irgendwie so ein Kelch. Und das ist, denke ich, das, was dann hier am Ende aufging. Na gut. Was uns hier jetzt Schönes erwartet, für neue Möglichkeiten zu sterben und weiteres. Also ja, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich dann bei den letzten, ich denke mal wahrscheinlich Doppelfolge, meinen Death-Counter nicht eingeblendet hatte. Ich habe ihn allerdings tatsächlich weitergeschrieben, wie es mal ich gestorben bin. Also ich hoffe, dass ich mich da noch nie vertan habe. Also das Leuchtfeuer ist jetzt interessant. Also es waren jetzt wirklich hier 2 Meter ohne einen einzigen Gegner. Ja. Und wir sind dann schon wieder. Aha, Katakomben. Nordwind. Na, wegen mir. Neues Gebiet. Da hat jemand so einen Laternenpfahl hier abgerissen. Da war wohl jemand ziemlich stark oder ist er einfach nur runtergefallen wegen den Steinen. Ja. Okay. Wer hat nicht durchaus erwartet, dass auf so einer großen Brücke irgendein Gegner jetzt kommt, oder? Uiuiui, macht das Schaden. Okay. Ja, also wahrscheinlich wirklich erstmal ein Treffer am Anfang und dann. Ja, weil da wo sollen wir auf jeden Fall mal aufpassen, denke ich. Oh, okay. Jetzt hast du doch noch ein Triple draus gemacht.
Okay. Okay. So. Sind uns zu weit weg. Oder? Nee, geht. Besiegt. Rechtes Auge. Dass es hier etwas sein wird. Ach, Hohepriesterin, rechtes Auge verstärkt den Angriff, solange er andauert. Was zur Hölle soll das denn heißen? Ritter, die in der schwarzen Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Na gut, das ist so ein Gegenstand, da denke ich, wenn wir mal nachschauen müssen, was der genau macht. Aber ist ja nicht schlecht. Mal so ein möglicherweise einzigartiger Ring, das hilft ja auf jeden Fall mal. Oder auch nicht. Je nachdem. Na gut, dann mal weiter hier. Könnte natürlich ein einzigartiger Spawn jetzt gewesen sein. Heimatknochen. Das ist kein echtes Leuchtfeuer davon, ne? Barriere durchstreiten. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu den Leuchtfeuer zurück, weil wir doch eine ganze Menge Estus hier verballert. Barriere ist eigentlich... Ist es dasselbe wie Nebel? Kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob es jetzt hier so war. Also hieß er in dem Spiel. Ja. Dann lassen wir uns schnell nochmal aufstufen und dann. Also nicht auf. Ne, aufstufen können wir auch. Er hat ja auch ein bisschen Erfahrung gegeben. Okay, na gut, das wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir es nicht machen würden. Welcome home, speak. Very well, then Tut Haken. Let these souls withdrawn from their vessels. Stärke sind wir schon bei 28. Achso, ja, wenn wir das wahrscheinlich als nächstes dann auch ein bisschen hochbringen wollen. Die Kondition hat man ja schon so ein bisschen erhöht, dass wir auch mehrmals eigentlich ganz gut zuschlagen können. Ich denke mal, Stärke 40 wird uns noch interessieren. Und Vitalität gibt ab jetzt dann schon einiges weniger dazu. Aber bis 39 ist es noch ganz gut. Und irgendwann mal ein bisschen Belastung, ja. Na gut, und jetzt, wie schon gesagt, werden wir sehen, nachdem wir hier nochmal gerastet haben, ob jetzt dieses Riesenvieh nochmal wiederkommt. Also wir hatten ja auch noch ein paar andere Gegner, ne? Es wird jetzt nicht allein hier diese 6000 Seelen gegeben haben. Naja. Ist ja bestimmt von da dann runtergesprungen, ne? Ja, also gut, hatte ich jetzt halt auch vermutet, dass es wahrscheinlich einmalig ist.
Jene, die keine Puppe mit sich führen, dürfen nicht passieren. Das muss ja wahrscheinlich ein Key-Gegenstand sein, ne? Sonst wäre es etwas komisch. Ist das etwas, was man sich kaufen kann? Eine Puppe. Und wir waren ja jetzt extra vorab noch in diesem Zusatzgebiet noch drin gewesen. Vielleicht ist das etwas, was man bekommt von dieser Frau, die wir da jetzt gefunden haben. Ist etwas, was es noch in den Katakomben gibt, wenn wir dort lediglich diese zwei Leuchtfeuer hatten? Ich weiß nicht. Ah, how may I? Alles mal diese Dinger hier. Oh. Ashen One, bring me with is it not? Wäre jetzt meine erste Vermutung, dass man vielleicht. Welcome home, speak. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how, Ashen One. Farewell. What a sick trick, asking us to seek the Lords of Sith. We're talking true legends. You're making quite an effort. If you yearn for a proper red eye, or then kill the dark wraith survivor of the. He has been a prison. Auf zu kaum Schlüssel. If you didn't invade. Okay, er kann natürlich eventuell auch weiterhelfen. Aha, thou returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Ah, most illustrious Lord Seeker, fine kindling for the thrones, is it not? Each soul truly worthy of, and all slain by thy hand. Oh, in fact, methinks thou hast helped these poor lords. Wandlung beginnen. Gut. Achso, da kann man sozusagen diese. Linkes Auge. Zusätzliche Gegenstände benötigt. Heiliges Schwert von Fürst Malnia, Großaxt.
Okay, das ist ein, um solche Sachen hier herzustellen. Okay. Now, now. Das ist in Ordnung. Heilige des Abgrunds. Achso, Moment, mal schauen. Finden wir dann irgendwo diesen... Das wirst ja wohl kaum du sein, ne? Die Wächter des Abgrunds. Der Riese. Hochfürst Volnir. Der Verbande. Der Heilige des Abgrunds. Puppe. Well, 'tis good to see ye. What needs me? Sechs große Scherben. Das ist nochmal eine ganze Menge hier. Gut. Pretty, be careful. I don't want... So, was hat uns jetzt dieser eine noch für einen Schlüssel gegeben? Aufzugsraumschlüssel. Der in den tiefsten Kerker in Lothric hinabfährt. Und dazu meint er, brauchen wir irgendwas mit so einem Augapfel oder was? Den haben wir ja wahrscheinlich, oder? Nee, passt schon. Und ist hier, oder? Oh, Champion of Ash. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Wunder lernen, okay. Gott sei Dank, das war das einzige, was er hier hat. Also, und Wunder lernen, okay. Das. You know, in my home of Karim, I was a nun. Kennen wir die eigentlich? I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I are terribly sorry, but you'll have a pleasant. I pray for your. Okay, aber hier kommen wir sozusagen dieser genau Wunder hießen die lernen. Das wird uns jetzt allerdings nichts mit dieser Puppe dort bringen. Aufzug von Lothric. Das muss ja dann Lothrics Mauer sein, oder? Da haben wir keinen, ne? Ja. Ein bisschen komisch, dass es hier erstmal nur zwei sozusagen gibt. Boden der hohen Mauer. Ne? Ich meine, könnte ja auch sein. Was stand da jetzt nochmal genau? Unterirdischen Aufzug. Zum Raum für den Aufzug, der in den tiefsten Kerker in London hinabfährt. Unterirdischer Aufzug.
Ja, können wir einfach nur mal schauen. Als man dort hier herausging, wurde man doch von solchen fliegenden Viechern da weggezogen, ne? Sozusagen nachdem hier dieser, das war ja, denke ich, dieser, na nicht allererste, aber der Boss halt vom ersten Gebiet, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Genau, davon wurde man ja irgendwie weggezogen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Aufzug, der könnte vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite dann gewesen sein. Also sozusagen jetzt hier ganz oben. Haben wir eigentlich diesen einen verrückten Gegner dort jemals besiegt? So war. Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht ist ja hier irgendwo etwas. What is wrong? Are you not a Lord Seeker? Is this not the calling of your kind? Wo jetzt so ein Aufzug da sein könnte. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob wir den schon mal jemals damals besiegt hatten. Aber ja, jetzt war es doch relativ leicht. Aufzug, der ganz nach unten führt. Ja, schon klar, wir gehen jetzt irgendwo weiter nach oben, aber. Also hier ist ein Aufzug. Der geht aber nach oben jetzt. Okay, da waren wir nun. Wo hoffen wir so? Das wird einfach nur von anderer Seite gewesen sein.
Oh, jetzt sind wir hier so ziemlich am Anfang, oder? Von der ganzen Geschichte. Ja. Das ist grundlegend schön. Vielleicht hier etwas. Ah, schade. Nur das war dagegen schlagen, ne? Ja, ich denke schon. Sieht einfach nur noch tot aus. Da brauchen wir nicht runtergehen. Gut, also offensichtlich sind wir einfach nie wirklich hier hingegangen. Ne? Interessant. War natürlich nicht das, was wir brauchen. Und hier müssten wir dann irgendwann zu dem Ding, wo dieser riesige Typ hier war, kommen, oder? Da sind wir nochmal irgendwo. Ja, hier waren wir schon mal gewesen, aber irgendwie sind wir nicht da. Genau, da war dieser riesige Typ dann immer. Aber ob es von da aus dann nochmal irgendeinen Aufzug oder so gab? Also weil es ja irgendwie hieß, eine ganz nach unten, ne? Irgendwie bei Lothriks Mauer oder so. Oder also bei Lothric, was ja, wenn das hier seine Mauer ist, wird es ja, ich gehe mal davon aus, dass gemeint sein. Was natürlich heißen könnte, dass es vielleicht im nächsten Gebiet noch ist. Braucht eine Puppe. Na, weil das heißt ja Boden der hohen Mauer. Der klingt ja irgendwie so, als ob das. Ob der Schacht, der halt ganz nach unten führt, wirklich auch unten ist, weiß ich nicht ganz genau. Oder ob er halt weiter oben ist und dann innen drin nach unten führt. Das weiß ich halt einfach nicht. Jetzt ging es von da aus nochmal ganz oben. Ich meine, das ist natürlich das Nächste. Es kann natürlich irgendwo oben auf Lothriks Mauer auch noch irgendwo sein, ne? Aber ob hier irgendwo dann nochmal ein Fahrstuhl sein könnte. Gibt es einen Grund, warum das hier zu ist? Das Gegenüber geht es aber nicht weiter. Ne? War da nicht irgendwas, wo diese ganzen Typen dort rum... Einer von denen konnte man, denke ich, ansprechen. Ne? Genau, das sind diese ganzen Versteinerten. Ich glaube nicht, dass es da irgendwas gab. Ja? Ach, noch mal runter. Genau. Hier ging es dann, denke ich, nicht weiter. Und da müssten wir dann eigentlich Richtung wieder dieses Dorfes dort kommen. Aber ob der relativ randommäßig von denen gegebene Schlüssel, ich weiß ja nicht. Gut, wenn man den NPC wahrscheinlich tötet, würde ich mal fast vermuten, kriegt man vielleicht einfach den Schlüssel dann so. Hier sind wir jetzt aber hier. Auf der Mauer. Huh.
Was ist hier eigentlich los? Nichts. Das so los? Ich muss zugeben, das ist irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Ich dachte, man kam erstmal dort, wo es so ein paar Stufen dann noch so runter ging. Weil das ist doch etwas anderes, oder? Los. Fernglas. Interessant, ob ich jetzt irgendwo wo ganz anders hingegangen, wo ich vorher einfach so in dem Grund nicht war. Ja, also hier scheinen wir irgendwie noch nie gewesen zu sein, oder? Also na gut, weiß ich jetzt nicht, aber... Interessant auf jeden Fall war das. Ah, hier wollen wir nicht hinkommen. Oder? Na gut, aber hier waren wir offensichtlich schon mal gewesen. Ja. Genau, hier Drache. Ich dachte, dort, wo wir jetzt an der anderen Stelle dort nach oben gekommen sind, dass es von da aus vielleicht mal irgendwie weitergeht. Ich dachte, dass das eigentlich der Anfang war. Ja, genau das hier dachte ich eigentlich hier. Genau, da ist jetzt dieser große Typ. Und hier oben war noch dieses komische mutationsfürchterliche Ding. Jetzt mal schauen, ob hier noch irgendwas in der Art hier aufzugsmäßige so sein könnte, aber sieht auch erstmal nicht so aus. Ja.
Und das ist das, wo wir jetzt hier auf der einen Stelle mal diesen Shortcut noch hatten. Ja, extra lange Reichweite hier. Aber mittlerweile halten wir ja echt einiges aus, also das geht schon. Da kommen wir dann dort wieder raus, ja. Also ist ja hier irgendwie schön, dass wir diesen einen Schlüssel da jetzt noch bekommen haben, aber ich weiß noch nicht, wo wir den einsetzen müssen und was er jetzt mit dieser Puppe auf sich hat, weiß ich allerdings auch erstmal nicht. Und ich dachte natürlich, dass dieser Wollnier-Typ oder so jetzt irgendwie wichtig wäre. Weil Hochfürst klingt ja irgendwie... Eine der verdrehten Seelen. Katakomben, Hochfürst. Na gut, nichtsdestotrotz, dann haben wir erstmal das hier soweit hinbekommen. Das können wir mal anschauen, was dieser Ring eigentlich so wirklich macht. Und ja, dann werden wir mal sehen. Aufzugsraumschlüssel. Ja. Das ist ein unterirdischen Aufzug. Das kann natürlich auch sein, ja, ob es hier vom Feuerbannschrein aus zu benutzen ist, das weiß ich jetzt halt einfach nicht. Folian von irgendwas. Na gut, aber wie auch immer, wir sind jetzt erstmal hier an der Stelle soweit da gewesen. Dann denke ich, sind wir da erstmal für heute dann erstmal soweit hier durch. Ich hatte jetzt nicht so viel, na gut, ein, zwei Sachen, ne? Diesen einen neuen NPC haben wir dort auf jeden Fall gefunden. Also einen weiteren Bereich dort aufgeschlossen. Und jetzt auch hier von diesem untoten Burg bzw. Lothrigs Mauer nochmal ein, zwei Sachen entdeckt, wo wir vorher jetzt noch nicht gewesen sind. Um das erstmal soweit okay. Es kann sein, dass ich mir dann vielleicht für das nächste Mal mich hier einfach nochmal so ein bisschen alleine umsehe, bis ich irgendwie vielleicht da noch was finde. Ich werde vielleicht nochmal zu diesem neuesten Gebiet dann nochmal hingehen und mal schauen, ob mir da irgendwas einfach, ob ich da irgendwas übersehen habe. Und ja, ansonsten wird es dann, wie schon gesagt, erstmal beim nächsten Mal dann weitergehen, wenn ich dann hoffentlich weiß, was zu tun ist. Na gut, von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.